Am Samstag finden in Georgien Parlamentswahlen statt. Viele Bürger glauben, dass es die wichtigste Wahl ihres Lebens sein wird. Bei den Wahlen tritt eine Koalition von Oppositionsparteien gegen die regierende Partei Georgischer Traum an, von der viele befürchten, dass sie das Land in Richtung Autoritarismus, weg von der Europäischen Union treibt. Brüssel hat Georgiens EU-Beitrittsgesuch im August auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt, nachdem die amtierende Regierung Anfang des Jahres das russische Gesetz verabschiedet hatte, das die Redefreiheit einschränkt. Georgischer Traum argumentiert, es sei notwendig, schädlichen ausländischen Akteuren Einhalt zu gebieten, die versuchen, das Land zu destabilisieren. Journalisten und Aktivisten aber sagen, das wahre Ziel sei es, sie zu stigmatisieren und die Debatte vor den Wahlen einzuschränken. Viele Georgier befürchten, dass, falls Georgischer Traum an der Macht bleibt, Hoffnungen auf einen EU-Beitritt endgültig begraben werden könnten.